Check. Du hast mich rufen lassen. Es ist Zeit zu handeln. Der Feind hat große Fortschritte gemacht und steht kurz vor der Vollendung seiner Arbeit. Thorath hat sich von seinem Volk getrennt, um es nicht zu gefährden. Der Zeitpunkt ist günstig, ihn allein anzutreffen. Geh jetzt und erledige deinen Auftrag. Die Maschine hat dich immerhin jahrelang unter ihrer Kontrolle gehabt. War ihr letzter Auftrag für dich nicht sogar, Thorald zu stellen, den Pilger und höchsten Anführer der Berserker? Du willst einen Krieg gegen die Maschine führen, die alle unsere Werte festlegt, seit sie unsere Führung übernommen hat? Ja, aber weißt du auch, warum ich diesen Krieg führen will? Ich kann es nur vermuten. Die Hybridmaschine ist der Grund, dass die Elexitoren die Vormachtstellung im Eispalast erringen konnten. Der erste Elexitor Tarek erfüllt seitdem die Direktive streng nach den Befehlen des Hybriden. Du glaubst, dass wir Alps uns in die völlige Abhängigkeit der Maschine begeben haben, die uns in eine ungewisse Zukunft führt? Nein, sie ist eben nicht ungewiss. Sie endet mit dem Untergang unseres Volkes. Woher willst du das wissen? Die Direktive besagt, dass alles Elex dem Hybriden geliefert werden soll. Die Maschine soll die Vollendung der Evolution erreichen, um den Krieg um die Ressourcen dieser Welt ein für allemal zu beenden. Doch das hat seinen Preis. Alles Elex bedeutet auch alles Elex. Glaubt ihr denn alle noch, dass die Maschine irgendwann zufrieden sein wird? Wenn der Sättigungsgrad des Hybriden erreicht ist, wird sie zur Vollendung der Evolution und wir alle werden an seiner Seite die Welt regieren. So lautet das Endziel der Direktive. Nein, Jax. Der Hybrid wird auch vor uns Alps nicht Halt machen. Wenn wir die Länder der freien Menschen ausgebeutet haben, wird der Hybrid anfangen, sich auch noch das restliche Elex von uns zu holen. Der erste Elexitor Tarek ist zu verblendet von der Logik der Maschine und seiner Macht, um das zu erkennen. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht endlich die Wahrheit erkennen. Wow. Wo ist deine Armee? Wie viele Soldaten folgen dir heute noch? Du warst immerhin jahrzehntelang ein sehr hohes Tier im Eispalast. Meine Soldaten sind in Xarkor geblieben und stehen heute im Dienste des ersten Elexitors Tarek. Doch ich habe eine Armee. Treue Kämpfer, die für mich in den Tod gehen, um meiner Sache zu dienen. Wo? Geduld. Du wirst sie noch früh genug zu sehen bekommen. Um eine Armee hier draußen aufzubauen, muss man sich der Ressourcen in den Ländern der freien Menschen bedienen. Da fällt mir etwas ein. Oh. Es gibt da ein Lager von Flüchtlingen am Berghang zwischen Edan, Abessa und Tavar. Die Menschen dort sind unabhängig und kämpfen für ihre eigene Sache. Wenn sie jemand mit der Erfahrung eines Feldherren führen würde, also jemand wie du, könnte aus ihnen eine schlagkräftige Unterstützung werden. Idee. Was, wenn diese Monster in der Höhle, in der wir vorhin waren, seine Armee sind? Wir müssten eigentlich genau über ihnen sein. Das wäre krass. Was ist, wenn die anderen Elexitoren von deinem Vorhaben erfahren? Jeder abtrünnige Alp wird früher oder später von den Elexitoren aufgespürt. Die Frage ist, ob wir so lange durchhalten, bis wir stark genug sind, uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Du willst einen voll ausgebildeten Elexitor besiegen? Nein, nicht so, wie wir jetzt aufgestellt sind. Jetzt, wo du es erwähnst. Seit ein paar Tagen stromert ein noch sehr junger Elexitor vor den Toren von Abessa City herum. Ich glaube, er hat deine Fährte gerochen. Woher willst du das wissen? Nun, du bist ja nicht gerade unauffällig durch Abessa gezogen. Ich denke, es wäre besser, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er Alarm schlägt und seine mächtigeren Freunde herbeiruft. Vergiss nicht,
Wenn die Elixitoren von deinen Aktivitäten hier draußen wissen, werden sie dir nachstellen. Ah, es geht spannend. Willst du tatsächlich den Elex-Strom zum Eispalast versiegen lassen? Nur so lassen sich die Soldaten aus dem Eispalast treiben. Der Konverter in Nordabessa ist eine strategisch wichtige Einnahmequelle für die Soldaten. Wenn dieser zum Erliegen kommen würde, wäre das schon ein großer Schritt. Wie stark bist du wirklich? Wenn du annimmst, dass ich genug Elex besitze, um meine alte Stärke aufrechtzuerhalten, dann liegst du falsch. Ja, ich konsumiere reines Elex. Auch heute noch. Doch reicht es gerade, um nicht dem Entzug zu erliegen. Wirkliche magische Macht findest du hier draußen nur bei den Berserkern. Sind sie denn so stark wie die Alps? Unterschätze sie nicht. Einige von ihnen sind äußerst effektiv. Nur einer der mächtigsten von ihnen auf unserer Seite würde ein gutes Gegengewicht zu den Elexitoren und Commandern der Alps darstellen. Ich hörte von einer Magierin in Abessa City. Möglicherweise eine gute Gelegenheit. Kaya. Helfen dir die freien Menschen bei deinem Plan? Nein. Eher das Gegenteil ist der Fall. Es brauen sich Mächte zusammen, die unserem Volk gefährlich werden könnten. Ich hörte von dem Bau einer Bombe, die so hohe Zerstörungskraft haben soll, dass sie ein ganzes Land vernichten kann. Der Duke von Tavar hat sich eigens dafür in seinem Fort ein Labor eingerichtet. Man müsste herausfinden, was dran ist an der Sache und das Problem lösen. Du kämpfst gegen unser eigenes Volk? Nein, nur gegen die Verblendeten, die nicht verstehen wollen, wie ernst die Situation geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ein ganzer Trupp Kampfmaschinen und Soldaten ist gerade auf dem Vormarsch ins Inland im Norden von Abessa. Sie müssen aufgehalten werden, sonst werden sich die Machtverhältnisse in Abessa zu unseren Ungunsten deutlich verschlechtern. Jetzt kennst du meine Pläne. Doch was ist mit dir? Welchen Kampf führst du? Ich will den Mann, der mich in dieser Lage brachte. Ich will Kallax. Für deinen Bruder bist du nichts anderes mehr als ein Abtrünniger. Er hat dich exekutieren lassen. Glaubst du, dass er an einem Gespräch mit dir interessiert ist? Unwichtig. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Dazu müsstest du erst einmal nah genug an ihn herankommen, ohne von seinen Soldaten und Kampfmaschinen getötet zu werden. Ich werde einen Weg finden. Du weißt, ich kann dir helfen, Jax. Unterstütze meine Sache und ich sorge dafür, dass du Kallax bekommst. Klingt fast so, als hätte ich keine Wahl. Du weißt, ich bin deine beste Option. Ich rate dir, sie zu ergreifen. Klingt gut. Du kriegst meine Unterstützung, bis ich habe, was ich will. Also dann geh und kümmere dich um die Dinge, die uns noch fehlen, um die Machtverhältnisse in Magallan zu unseren Gunsten zu verschieben. Und ich werde in Erfahrung bringen, wie wir Elexitor Kallax aus der Reserve locken. Dazu werde ich meine Kämpfer in einige entlegene Winkel von Xakor schicken müssen. Dabei schauen wir auch gleich, wie es um den Eispalast und seine Verteidigungsanlagen steht. Wir sehen uns wieder hier, wenn du alles erledigt hast. Ich habe eine mächtige Magierin bei den Berserkern gefunden. Ihr Name ist Kaya. Gut. Hast du sie denn schon für unsere Sache gewinnen können? Kaya ist an meiner Seite. Ich konnte die Magierin für unsere Sache gewinnen. Sehr gut. Magische Kampfkraft ist unentbehrlich für unsere Sache. In Ordnung, aber ich habe den Eindruck, dass du noch mehr zu sagen hast. Jo. Der Duke von Tavar schickte eine Bombe ins Nachbarland Ignadon. Das Ding entpuppte sich aber als übergroße Kampfmaschine. Heißt das, die Gefahr ist jetzt gebannt? Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ja. Dann war es offenbar nötig, dass du dich der Sache angenommen hast. Du bist auf einem guten Weg, doch es gibt noch einiges vorzubereiten, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können. Ja. Ich werde hier sein und auf dich warten.
Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ich glaube den Dietrich, ne? Uff, okay. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo einen Teleporter, oder? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der hier in so einer verlassenen Basis ohne Teleporter steht. Ah, da vorne. Sehe ich ihn schon. Aber die Basis hier ist echt komplett am Sand. Da hat er sich echt nicht viel Mühe gegeben, das Ding am Leben zu erhalten. Uff. Ich erkunde das Ding noch kurz ein bisschen, weil wir von der falschen Seite gekommen sind. Ich glaube, recht viel gibt es hier nicht. Ja. Okay. Das war's für heute leider. Das war sehr spannend. Wir haben sehr viel über die Welt von Elex gelernt heute. Unser Krieg bahnt sich etwas näher an. Wir müssen aber noch immer 2 Level machen. Und wir müssen nächstes Mal noch ein paar Sachen verkaufen. Insgesamt sieht es aber sehr gut aus, denke ich. Wir haben wirklich gute Fortschritte gemacht diese Woche. Okay, in diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und wünsche euch eine traumhafte... Warte, wir haben Samstag. Ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns hoffentlich am Montag wieder zur nächsten Folge von Elex. Bis dann, macht's gut und bis dann.